Heute möchte ich mit euch einen kleinen Rundgang durch die Robert-Walser-Skulptur machen. Alles Weitere gleich nach dem Intro. Ha, cool. Und damit hallo und herzlich willkommen hier im wunderschönen Seeland zu einem etwas improvisierten Video. Ihr fragt euch jetzt, was ja, Outdoor und ein Schriftsteller namens Robert Walser miteinander zu tun haben. Aber ich kann euch sagen, sehr viel. Robert Walser war nämlich ein begeisterter Wanderfreund, ein begeisterter Spaziergänger und er hat sich sehr, sehr gerne draußen in der Natur aufgehalten. Aber jetzt starten wir den Rundgang. Los geht's! Ja, Leute, auch Lady Xena ist so eine schillernde Figur hier in Biel. Ist sie doch die berühmteste Domina der Stadt. Der Denkakt riskiert, das Subjekt zu zerreißen, indem er ihm seine Gewissheit gibt. Celui qui se croit en sécurité ne se met jamais à penser. Zuletzt richtet es sich gegen die Meinung. Meinungen sind Denkfehler von Leuten, die nicht denken. Empfänglichkeit für Ideologien als Reaktion auf Überkomplexität. Erwartungen sind da, um sie nicht zu erfüllen. Die wenigsten von euch, liebe Abonnenten, werden wahrscheinlich Thomas Hirschhorn kennen. Thomas Hirschhorn ist ein nicht nur in der Schweiz sehr umstrittener Künstler, sehr diskutierter Künstler, welcher aber immer aus sehr, sehr einfachen Materialien sehr interessante Werke baut. Ich habe gerade jemanden kennengelernt hier an der Robert-Walser-Ausstellung, der mir was ganz Interessantes erzählen will. This is a book of Robert Walser in Arabic language. The name is a rose, Al-Warda. Al-Warda, you know? Okay. This is the book of Robert Walser writing in Arabic, like you say. It's crazy. Arabic in Arabic. Hey. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es Robert Walser auf Arabisch gibt. This is the first one. We signed the book in French language. Yeah. This man, he read it very well, or to understand very good, and he's starting to writing. For the book will be as is great to Robert Walser exposition. Yes. For this in Arabic. Leute, das hätte ich echt nicht gedacht. Also, wow. Ich bin gerade so ein bisschen geflasht und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Denn, also, ich weiß ja, Robert Walser ist ein Künstler, welcher zu Lebzeiten nicht wirklich akzeptiert wurde. Er wurde in eine psychiatrische Anstalt eingesperrt, weil man dachte, der Typ ist verrückt. I thank you so much for this. Thank you. And it's so great. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wow, cool. Ich muss weiter schauen. Dem Spazierenden kann es passieren, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ja, Leute, es gibt hier so viel zu entdecken. Ich habe hier den Claude. Ja, Claude Alain-Schild. Kennengelernt. Und er wird uns jetzt kurz erklären, was hier abgeht. Wie bist du hier hingekommen? Ja, durch diesen Wettbewerb, das ist von Jolant Favre gewonnen geworden. Ja. Haben wir gesehen, dass das gibt diese Möglichkeit. Und haben wir gesagt, es wird genau die Gelegenheit, das zu publizieren. Und dann ist Thomas auf euch zugekommen? Umgekehrt. Wir sind zu ihm und zum Stiftung Walser gekommen, zum Vorschlagen Lektüre und Bilder von diesem Buch. Hier habe ich ein Exemplar gefunden. Das ist
auf die Spuren von Robert Walzer. Und das war auf A4 mit richtigen Fäden gemacht. Aber mit Fäden geschrieben? Nein, mit Blättern. Einen Moment. Mit richtigen Blättern vom Ginkgo oder mit richtigen des Écorces de Boulot. Atru, aber Einzelexemplar. Darum haben wir eine kleine Publikation. Nur ich kann machen, was ich mache. Also muss ich es gut machen. Dafür muss ich alleine sein. J'ai besoin de solitude. Soweit ich weiß, gab es noch nie eine eidgenössische schweizerische Plastikenausstellung, welche einzig und allein einem einzelnen Künstler gewidmet war. Und das ist schon krass irgendwie, dass Thomas Hirschhorn dies geschafft hat. Auf der anderen Seite treten hier jeden Tag diverse Leute auf, Künstler treten auf, die überhaupt nicht bekannt sind, im Gegensatz zu Thomas Hirschhorn, welcher ja umstritten ist, renommiert ist, aber eben auch was bewegen kann. Ja, Leute, und jetzt, also ich bin ja YouTuber und guckt mal, was ich hier gefunden habe. Ein richtig cooles TV-Studio. Alter Schwede, hey. Guckt euch mal diese Ausrüstung an. Das sind richtige Profikameras hier. Professionelles Mischpult. Und solange der Jan, das ist übrigens der, der das TV-Studio macht, nicht hier ist, können wir mal eben kurz spionieren gehen. Hinter der Kamera, ja, ist natürlich der Bildschirm jetzt gerade dunkel. Auch hier sind nur die Greenscreens, sorry, zu sehen. Wir wollen ja keine Geheimnisse verraten, ne? Kommt am besten selber hier zur Ausstellung, auf jeden Fall. Hier drüben, also ich zeig's euch gleich, ist noch eine Zeitungsdruckerei. Hier wird jeden Tag eine 3-4-seitige Zeitung zum Thema der Ausstellung oder zum Thema Robert Walzer gedruckt. Wir gucken mal ganz schnell auf den Drucker, was hier gerade rauskommt. Lesen dürfen wir aber erst morgen. Tja, so ist das leider. Aber richtig krass cool hier. Schreiben bedeutet, unendlich zu bezahlen. Ouverture de l'économie à l'anéconomie. Dépenses illimitées. Schreiben heißt, sich beim Sterben zuzusehen. Grenzenlose Verausgabung. Kannst du mir etwas über die Sprache Esperanto erzählen, ganz kurz? Ja, am besten sollte der Passival das sagen. Ich weiß, aber er ist nicht hier jetzt, ja, leider. Ja, aber das ist so eine Utopie vielleicht, aber eine schöne Utopie, dass statt alle Englisch sprechen, dass man lernt Esperanto. Er definiert sich als Soldat vom Frieden. Wenn alle würde Esperanto geben, würde mehr Friede auf die Erde. Das ist kurz gesagt, ein bisschen Zusammenfassung, aber so. Also ich habe Parsival auch schon kennengelernt und wenn ich ihn richtig verstanden habe, und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem auf dieser Welt, die Franzosen wollen nicht Englisch lernen. Und die Engländer wollen nicht Französisch lernen und alle wollen nicht Deutsch lernen. Und Esperanto ist eine Sprache, die völlig neu erfunden ist und deshalb sich eigentlich eignen würde als Weltsprache. Oder habe ich falsch verstanden? Nein, das ist schon so, aber einfach die meisten Leute sprechen Englisch jetzt. Ja. Und das ist schade. Esperanto ist sehr einfach.
zum Lernen. Kannst du mir einen Satz auf Esperanto sagen? Ja, man kann sagen Bonan Tagon, guten Tag. Aber ich kann nicht so gut Esperanto. Ich spreche 7 andere Sprachen. Ja, ça marche auch, gell? Ja. Tout le monde connaît ce besoin d'isolement. Dans mon cas, il s'agit d'un désir de solitude inconscient. Die Welt kann Gefängnis und Wüste sein. Die Gefangenen denken an Ausbruch. Nötigenfalls reißen sie die Mauern mit ihren Köpfen ein. Hättet ihr früher wissen können. Das war bekannt. Vous auriez dû le savoir plus tôt. C'était un fait connu. Und das soll's dann an dieser Stelle auch gewesen sein mit dem heutigen, ja, wirklich sehr zusammen improvisierten Video. Ich habe ja wirklich so ein bisschen ein schlechtes Gewissen euch gegenüber, Leute. Aber hilft, wie gesagt, alles nichts. Da müssen wir durch. Bis zum nächsten Video. Kanal abonnieren. 2 andere Videos mal schauen. Ciao zusammen.